Also so, wenn ich über COD rede, dann weiß ich super wenig über die Geschichte von COD. Ich habe zwar fast alle COD-Titel selber gespielt, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie war das denn nochmal 2007 oder 2012, wer war Makarov, was hat er gemacht und was war sein Anschlag und wer ist das und jenes, ich kann es teilweise gar nicht mehr beantworten. Deswegen gucken wir uns jetzt ein, zwei Filmchen an. Ich habe echt mich schwer getan, was zu finden. Wenn ihr noch was habt, könnt ihr mir gerne schicken. Es fiel mir super schwer, Sachen auf Deutsch zu finden. Es gibt ein paar geile Sachen auf Englisch, die sind aber so lang und auf Englisch ist es ein bisschen komplexer, gerade wenn es um die Geschichte geht. Das wollen wir jetzt lieber auf Deutsch machen. Deswegen, Props gehen raus hier an das erste Video, an den Dude vom ersten Video, das ist nämlich Dr. Freud. Ich denke mal, sehr, 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 sehr viele von euch kennen Dr. Freud. Und er hat sich die Mühe gemacht, das ist aber schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Dieses Video ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr wenig Material im Internet dazu. Let's go. Also, 14 Jahre Ballerkult, die Geschichte von Call of Duty. Von Dr. Freud. Auf geht's, ab geht's. Ich muss mal ganz kurz was sagen, ne? Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, erinnere mich an die alten Teile. Oh mein Gott, das habe ich damals auch gespielt. Ich weiß es noch, als sei es gestern. Wenn ich das jetzt sehe, ne? Kommen Erinnerungen wieder hoch. So krass. Was war das damals für ein Wahnsinn? 2005, als Call of Duty 2 uns am Strand der Normandie mitten in den Dreck warf. Das könnte so eigentlich direkt auch einem Film entsprungen sein. Ja. Nun ja, eigentlich ist es das auch. Ja. Wenn man Spielbergs brillante Anfangssequenz aus Der Soldat James Ryan daneben hält, fällt auf, da hat jemand ganz genau hingeschaut. Call of Duty hat sich im Laufe des fast 15-jährigen Bestehens wahnsinnig häufig bei Kino verglichen. Die Reihe gilt eben nicht auch ohne Grund als Urvater einer neuen Form von Shooter, wo man früher durch endlose Gänge hetzte. Wolfenstein, Doom 1 und Doom 2 habe ich gesuchtet damals. Ich habe sogar noch Wolfenstein damals gespielt. War das nicht sogar dann irgendwann auf dem Index? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Doom 1 ja auch und Doom 2, ne? Wobei das eigentlich harmlose Shooter waren, mehr oder weniger. Oh mein Gott, da konntest du nur, wer das nicht kennt, ne? Du konntest mit deiner Kamera, also mit dem Gewehr, nur rechts, links ziehen. Oben, unten ging, glaube ich, damals gar nicht. Und springen ging auch nicht. Also du konntest nur gehen und warst immer in einer Ebene. Und ja, du konntest weder hoch runter, noch konntest du springen damals. Musstest immer so Treppenstufen finden. Total krass. Karten zu sammeln oder auch mal ruhige Passagen zum Stimmungsaufbau eingestreut wurden, hielt Call of Duty nie den Atem an. Hier ging es stets darum, die Spieler förmlich von der Couch zu blasen. Mit freundlicher Unterstützung von Activision will ich euch heute nochmal mit zurücknehmen. Zu den Anfängen einer der umsatzstärksten Spielereien unserer Zeit. Ist das gesponsertes Video? Die aus dem hier das hier werden konnte. Take a Bangalore and get to the seawall! Holy shit! Wenn ich das sehe jetzt schon wieder, ne? Boah. Geil. Los ging es 2003 hiermit. Das erste Call of Duty warf den Spieler mitten an der Westfront ab. Und zwar wortwörtlich. Damals erzählte der Entwickler Infinity Ward noch keine zusammenhängende Geschichte, sondern versuchte die Wirrungen des Krieges aufzuzeigen, indem man den Spieler von Missionsziel zu Missionsziel jagte. Einmalig war schon damals die dichte Atmosphäre und das berauschende Tempo der einzelnen Levels. Und obwohl man keines der Teammitglieder seiner Einheit näher kennenlernt, entwickelt man so etwas wie Kameradschaftsgefühl. Turn right. Right up there. Zum ersten Mal trifft man schon damals auf Captain Price, dessen Price. Nachfahren uns in den Call of Duty-Teilen immer wieder begegnen werden. Um das vielgerühmte Kinogefühl zu erzeugen, bediente sich Teil 1 gleich bei mehreren Vorbildern. Der TV-Serie Band of Brothers, Indiana Jones und ganz besonders offensichtlich beim Scharfschützen-Thriller Enemy at the Gates in der wohl packendsten Szene des ganzen Spiels. Ich muss ganz kurz, Enemy at the Gates? Habe ich da einen guten Film verpasst? Habe ich gesehen, der Film ist echt gut, ja. Ich habe es mal aufgeschrieben. Nach dem Stream heute werde ich mir das mal angucken. Holy shit. Hier, lernt man noch was. Ich gehe mal eine Millisekunde zurück. Szene des ganzen Spiels. Remember great comrades. Let's go! Call of Duty 2 wird der letzte Teil der Reihe sein, der nicht direkt ein Jahr nach dem Vorgänger erscheint. Für diese Fortsetzung ließ sich Infinity Ward immerhin 2 Jahre Zeit. Spielerisch gab es weitestgehend mehr vom Gleichen. Dieses Mal erstürmte man, wie erwähnt, einen Teilabschnitt der Normandie, war wieder in Stalingrad unterwegs und kämpfte letztlich am Rhein. Teil 2 geht aber vor allem dadurch in die Spielehistorie ein, weil er ein Feature einführt, das danach den Shooter verändern wird. Statt wie im ersten Teil noch Health Packs einzusammeln, um die Lebensenergie aufzufüllen, heilt man hier nach kurzer Zeit automatisch.
Erstes Novum an Call of Duty 3. Zum ersten Mal sitzt hier nicht Infinity Ward am Steuer, sondern Treyarch, die sich nachfolgend im Jahreswechsel mit Infinity Ward und später auch Sledgehammer Games abwechseln. Treyarch. Zweites Novum, als einziger Hauptteil der Reihe gibt es Call of Duty 3 nicht für den PC. Damit dürfte dies die einzige Episode sein, die noch die wenigsten Spieler kennen. Die größte Neuerung war hier, dass man nun mit Jeeps oder Motorrädern selbst durch die Gegend fahren konnte und dass man die Reihenfolge, in der man die Missionen anging, nun frei wählen durfte. Ansonsten wurde aber merklich klar, dass der Zweite Weltkrieg als Setting schwer überstrapaziert war. Oh, jetzt geht's los mit den neuen Titeln. Ja, ich muss sagen, das ist aber auch schon so lange her. Wann waren wir nämlich im Jahr 2009, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Super lange her schon. Der heißt auf Deutsch Duel Enemy at the Gates. Duel, ich glaube, das sagt mir wiederum mehr daran. Ist Duel Enemy at the Gates. Ja, doch. Ja. Duel. Ja. Einer trägt das Gewehr, ein anderer die Munition. Wenn der, der das Gewehr trägt, fällt, nimmt der mit der Munition das Gewehr auf und schießt weiter. Besser Spruch. Du, ich glaube, ich kann mich sogar grob erinnern, Sulci. Ja, ich habe 100% gesehen. 100%. Duel, ja. Sniperfilm, sehr nice, ja. Ich werde mir trotzdem mal nach dem Stream angucken, glaube ich. Heute zum Abendessen oder so ist, glaube ich, Duel angesagt. Ohne Witz. Den ziehe ich mir heute, glaube ich, rein. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir in die Moderne hier. Santander Best Credit. Der Kredit mit Topzins. Jetzt. Boom. 2007 dann plötzlich das. Manch ein Gegner der Reihe wird das nicht wahrhaben wollen, aber Call of Duty setzte im Laufe der Jahre mehrfach Maßstäbe. Und nirgends kam der Einschnitt so drastisch wie mit Modern Warfare, der nicht nur eine Zäsur für die Reihe selbst, sondern das gesamte Genre des Ego-Shooters bedeutete. Das Modern im Namen wurde hier sprichwörtlich umgesetzt, indem man die Spielerfahrung an die Sehgewohnheiten eines modernen Publikums anpasste. Publikum. Modern Warfare ist gespickt mit erinnerungswürdigen Szenen. Etwa dieser gleich am Anfang, als ihr mitten in einem sinkenden Tanker kämpft. Also die Szene kennt ja wohl jeder, aber aus dem aktuellen Modern Warfare noch, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich an die Originalszene von damals noch erinnern kann, ganz ehrlich, ne? Okay, und er hat gesagt 2007, also das hat 2007 angefangen. Das heißt, der Teil davor, das war dann doch 2003 ging's los, 4, 5 und 6, okay. Boah, ist das lange her alles, ne? Sind einige von euch noch nicht mal geboren damals? Will die Schrift oben wegmachen? Oh, ja, die machen wir weg. Danke dir. Aber es ist nur der Titel oben, ne? Jetzt ist eine andere Schrift da oben. Aber du hast recht, die muss auf jeden Fall weg. Kein YouTube Prime-Abo. Vielleicht hole ich mir das wirklich mal. Was kostet nochmal YouTube Prime? Ich glaube 8 Euro im Monat oder sowas? 9 Euro im Monat? So, Träger sagt schon 12 Euro. Normaler Preis 12 Euro im Monat. Ja, okay, ich weiß nicht, das viele, ich weiß nicht, ich guck's mal an, vielleicht mache ich wirklich irgendwann mal Prime. Ich meine, so viel YouTube, wie ich benutze, wird sich vielleicht sogar lohnen. Benlo, moin Benlo. Und man eigentlich müsste YouTube das hier schenken. YouTube Content Creator und man hat kein Prime. Ja, true. Ja, cool, würde ich nicht nein sagen. Aber ich glaube, davon können wir träumen. Okay, weiter geht's. Also epische Szene auf jeden Fall. Der legendären Sniper-Sequenz, von deren dichter Stimmung diejenigen, die es damals selbst spielen konnten, wohl noch ihren Enkeln vorschwärmen werden. Urgroßenkeln. Von der atemlosen Flucht durch Pripyat. Das weiß ich nicht mehr. Der krassesten Twist der damaligen Spielegeschichte. Überhaupt war dies der erste Teil, der eine zusammenhängende Geschichte erzählte. Die, das muss man der Fairness halber sagen, schon ganz schön krude war. Aber immerhin, es gab eine. Was ihr an Substanz fehlte, glich Infinity Ward eben mit Schauwerten aus. In den Legendenstatus versetzt wurde Modern Warfare aber durch den Mehrspielermodus, der ebenfalls maßgebend für ein ganzes Genre wurde. Mit Rängen und Klassensystemen. Oh, dann in Teil 4 das ein, was heute Millionen von Spielern an den Bildschirm fesselt. Leider schwenkte die Reihe danach wieder direkt zurück. Ja, leider. Offenbar unterschätzte Infinity Ward den riesigen Erfolg, den man mit dem modernen Setting haben würde, und überschätzte gleichzeitig die Toleranz der Spielerschaft gegenüber dem Zweiten Weltkrieg. Ach, so krass, ne? Wie man solche Spiele immer wieder an die Spielerschaft anpassen muss. Überschätzt die Toleranz der Spielerschaft. Das ist so krass, oder? Welchen Einfluss das immer hat, dieses Feedback von den Spielern. Bis heute, diese Hate-Wellen und alles, ne, was das immer ausmacht, ist schon krass. Wie das die Spieleentwickler beeinflusst und wie sich Spiele weiterentwickeln, ist schon heftig, finde ich.
Weiter geht's. An dem man sich ordentlich satt gesehen hatte. World at War war dann aber trotzdem gleich aus mehreren Gründen mehr als spielenswert. Das Pazifik-Setting war immerhin minimal frischer. Die Hauptfiguren wurden hier erstmals von namhaften Darstellern wie Kiefer Sutherland und Gary Oldman eingesprochen. Neu für Call of Duty waren der Koop-Modus und der Zombie-Modus, der heute standardmäßig im Spiel steckt. Damals wurde der für die deutsche Version aber noch entfernt. Neu im Repertoire war der Flammenwerfer, der im Zusammenhang mit gezeigten Folterungen eine heftige Diskussion über die Gewalt im Spiel auslöste. Oh! Alter. Modern Warfare 2 hatte ein schweres Erbe anzutreten. Nach dem ersten Teil erwarteten die Fans Unmögliches vom Nachfolger, was dieser natürlich nicht einlösen konnte. Stattdessen versuchte es Infinity Ward mit bewusster Provokation. Die Flughafenmission, in der Zivilisten vom Spieler getötet werden müssen, führt zu einem Eklat. Oh, warte mal, zeig das jetzt, ne? Darf ich das hier zeigen? Na gut, wenn ihr das auch zeigt. Ich meine, ja, also damals wurden ja in Deutschland noch sehr, sehr viele Spiele auf den Index gesetzt, wegen relativ kleinen Dingen, ne? Ich wusste gar nicht, dass der Zombie-Modus sogar illegal war in Deutschland damals, beziehungsweise dass sie extra für den deutschen Markt rausgenommen haben. Index hier, Index da. Und das ist jetzt, und das ist eine krasse Szene jetzt, ne? Weiß gar nicht, ob wir das hier zeigen dürfen, aber muss ja, es ist ja ein YouTube-Video. Let's go. Klar, woraufhin die Mission in der deutschen Fassung fliegt. Modern Warfare 2 packt obendrein derart viel Spektakel drauf, dass der, wie in einem Filmeffekt, langsam anfängt, seine Wirkung aufgrund von Übersättigung zu verfehlen. Sie haben es Gott sei Dank nicht komplett gezeigt, ne? Das ganze Level geht ja darum, dass du da durchläufst und Zivilisten abschießt, ne? Ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland erlaubt war. Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dass das zu damaliger Zeit in Deutschland erlaubt war, glaube ich nicht. Sehr unwahrscheinlich. Und das Spiel an sich war ja erlaubt. Vielleicht war das Level nicht spielbar oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber die sind ja komplett durchgelaufen, haben das ganze Level über, ging es nur darum, Zivilisten, es ist so krank. Es ist so krass. Und damit wollten die wahrscheinlich einfach nur provozieren damals, ne? Heftig. Einfach nur heftig. Wieso wird gerade ein YouTube-Video geschaut? Ist ein Server in DMZ down? Nee, alles gut. Aber wir haben ja bald Modern Warfare 3. Donnerstag kommt das Event. Und deswegen wollten wir uns nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was so in COD passiert ist, damit wir so ein bisschen fit sind, wenn Donnerstag das Event startet. Mega Streifen, Micha Kiewitz. Hatte mir wegen No Russian extra die UK-Version gekauft, ja? Ja, und die UK konntest du komplett spielen dann. Okay, krass. Nein, war nicht erlaubt. Wenn du einen abgeschossen hast, hattest du direkt verloren. Ah, okay. Ah ja, so war das. Du warst nur Beobachter, aber du warst in dem Level mit drin. Genau, du warst in dem Level mit drin. Neben dir haben die russischen Terroristen in dem Fall Feuer eröffnet auf die Zivilisten und du selber bist dabei gewesen, durftest aber selber nicht schießen, sonst war das Level vorbei, aber du musstest zugucken, konntest auch nichts dagegen tun, dass die anderen das machen, ne? Du musstest zugucken, warst stiller Beobachter, aber du warst in erster Linie, in erster Reihe dabei. Auch krass. Auch genauso krass eigentlich. Genauso krass. Hatte die amerikanische Version, da war es erlaubt. In der deutschen Version durfte man keine Zivilisten anschließen, dann war die Mission sofort vorbei. War froh, die Uncut-Version zu haben. In Deutschland war das so, dass man nicht schießen durfte und wenn man wollte, die Mission auch überspringen konnte. Okay. In der deutschen Version durftest du nicht auf Zivilisten schießen, dann war die Mission sofort vorbei. Auf dem Index haben wir es damals in England gekauft. Es kamen viele Bots dafür. Wassily Zaitsev, der russische Sniper überhaupt. Die wichtigsten Neuerungen waren die Einführung des Prestige-Systems und der kontrovers aufgenommene Wegfall von Dedicated Servern. Call of Duty ist zu diesem Zeitpunkt ein Koloss von Marke, der überall ist. Sogar überall. Eine Version für den Nintendo DS wurde nachgeschoben, weiß ich gar nicht mehr. Den Handheld-Markt noch abzudecken. Geil. Ja, lol. Diese Omnipräsenz macht den Nachfolger Black Ops im Jahr 2010 zum größten Launch der Unterhaltungsindustrie. Über 5,6 Millionen Exemplare werden verkauft. Und das allein in den ersten 24 Stunden. Sämtliche Hauptfiguren werden mit Omnipräsenz macht den Nachfolger Black Ops im Jahr 2010 zum größten Launch. Das hier ist so krass. Der Unterhaltung. Das ist das Hauptmenü von Black Ops gewesen damals, ne? Und das war ja, das, ich kann mich noch erinnern. Das war wirklich episch. Du bist im Menü aufgestanden und hast sozusagen die ganze Menüführung begehen können und du konntest überall hingehen, ne? Im Menü selbst. Das war so krass und dazu kam noch dieses düstere Setting, weil du warst ja gefesselt ursprünglich an einem Stuhl und man sieht ja hier Folterwerkzeuge und so. Also es war echt krass damals, es war wirklich krass. Man muss ja bedenken, damals war ja auch die Zensur viel strikter und
die Jugend, sage ich jetzt mal, oder generell die Menschen haben ja viel weniger Gewalt kennengelernt über das TV, Fernsehen, über die Medien, viel weniger. Sie waren viel gewaltsensitiver, ne? Also, und dafür hat sozusagen COD gefühlt immer wieder die Grenzen ausgereizt, ne? Wirklich ausgereizt. Und wenn ich mir vorstelle, dass das ja auch Kinder gespielt haben, denke ich mir so, ach du Scheiße. Weil ich weiß noch, wo ich das damals gezockt habe, das war, das ging schon teilweise in die Substanz, ne? Schon krass. Es wurde schon mulmig teilweise. Das ist jetzt kein Horrorspiel-Feeling, aber es war schon heftig teilweise. Muss man schon sagen. Das war, weil damals der große Schulamoklauf in Deutschland war. Auch noch. Hat es auf einer gecrackten Xbox 360. Nie ein Fan von Triarch-CODs gewesen. COD Black Ops gab es sogar für Nintendo Wii. Verrückt. Zeitungsindustrie. Über 5,6 Millionen Exemplare werden verkauft. Und das allein in den ersten 24 Stunden. Sämtliche Hauptfiguren werden mittlerweile mit Hollywood-Stars besetzt. Sam Worthington, Ice Cube, Ed Harris und abermals Gary Oldman sind mit an Bord. Black Ops gilt vielen Spielern bis heute vor allem wegen des Multiplayer-Parts als einer der besten Teile. Der jährliche Erscheinungsrhythmus zerrt aber erstmals deutlich an der Substanz des Spiels. Die Kampagne war so kurz wie nie der Multiplayer-Modus spürbar von Bugs durchsetzt. Nah, baby. Da ging's los damals. Der Zeitdruck, immer schnellere Releases, ne? Damals hatten die aber auch nicht so viele Studios, muss man sagen, ne? Da haben sich ja weniger Studios die Arbeit geteilt für diesen jährlichen Release. Wenn wir gucken, wie viele Studios wir jetzt haben, bei COD ist ja schon ein krasser Unterschied. Und dass die Zeitspannen ja auch groß sind, ne? Also so ein Studio hat viel mehr Zeit, so ein Spiel zu entwickeln. Und trotzdem haben wir so ein Bugfest ohne Ende. Muss man sich mal vorstellen, wie komplex das alles geworden ist im Vergleich zu damals. Schon verrückt, das ist echt verrückt. Die Entwicklung des dritten Modern Warfare wird dann durch interne Komplikationen bei Infinity Ward erschwert, weshalb am Spiel erstmals drei verschiedene Studios mitentwickeln. Trotzdem findet Modern Warfare 3 einen insgesamt sehr runden Abschluss, der die Trilogie nochmal mit einem würdigen Knall verabschiedet. Goodbye, Mr. Price. My name is Neo. Tode, Seitenwechsel und Figurenkonstellationen klingeln den Fans noch heute im Hinterkopf. Ebenso wie der epische Soundtrack von Brian Tyler. Momente wie dieser hier rocken auch heute noch. Aus auf Rainbow Six? Irrisch wagt sich der Titel auch aufgrund der Entwicklungsumstände. Das weiß ich gar nicht mehr. Die Szene kenne ich nicht. Was ist das? Das kenne ich gar nicht mehr. Oh, das ist zu lange her, ich weiß nicht. Glaube ich, keine Ahnung. Das kenne ich ja gar nicht. Im Flugzeug? Stände aber nicht wirklich weit aus dem Fenster. Wow. Was geht? Krass. Black Ops 2 stößt zum ersten Mal in der Seriengeschichte dann auf vehementen Gegenwind. Grafisch hält die Engine längst nicht mehr mit der Konkurrenz mit, vor allem beim Singleplayer wird aber deutlich, dass dieser nur noch als Pflichtzusatz draufgepackt wird. Neuerungen wie der Strikeforce-Modus verfehlen ihr Ziel. Der Mehrspieler-Part ist wie immer ein Heidenspaß, der die Killstreaks erstmals gegen die neuen Pointstreaks ersetzt. Und das Hauptthema des Spiels von Nine Inch Nails Krachmacher Trent Reznor ist brillant. Dafür an dieser Stelle dann noch ein Extralob. Ich glaube, da muss ich kurz muten. Nein, den schnell, das wollen wir jetzt nicht hören. Fluid Dynamics, Interactive Smoke, and also added an AI system to it. So we have fish move out of the way when you get close to them. Call of Duty Ghosts hat schon vor der Veröffentlichung mit Vorurteilen zu kämpfen. Als bei der Ankündigung des Spiels im Trailer statt moderner Grafik die neuartige Fisch-KI beworben wird, ist das Internet über Wochen mit Memes und Witzen versorgt. Geil, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Die neuartige Fisch-KI. Leute, das könnte echt in unserer Zeit spielen, ne? Die Entwickler freuen sich, dass sie irgendwas gemacht haben und erzählen davon und die Spieler zerreißen es. What the fuck? Ich habe letztens wieder auf Twitter so Nachrichten gelesen. Da hat irgendjemand in Studio oder irgendwas gesagt, Treyarch oder Sledgehammer. Und dann und die Kommentare darunter auf Twitter, ne? Was hat das mit COD zu tun? Macht mal eure Arbeit. Der nächste, ihr gehört alle gekündigt. Nur so Hass, pure Hass. So. Und ich sage so, was ist los mit den Leuten? Das ist doch eine coole Nachricht eigentlich, ne? Aber anhand dieser coolen Nachricht sieht man wiederum alles schlecht. So von wegen, ja gut, ihr macht das, aber warum macht ihr das und das und das und das nicht, ne? Fisch-KI, wie geil. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich gibt's sie heute noch, die Fisch-KI. Sorgt. Tatsächlich ist Ghosts aber ein gutes Gesamtpaket mit einer wieder deutlich besseren Kampagne. Ghosts wagt sich erstmals für eine ganze Mission in den Weltraum, was zu den besten Momenten des Spiels gehört. Also ich muss sagen, Ghosts habe ich nicht gespielt. Viele sagen ja, das ist einer der schlechtesten Teile überhaupt, ne?
Ghost habe ich gar nicht geholt damals. Ich glaube damals, ich muss mich immer entscheiden, so hole ich jetzt COD oder hole ich Battlefield? Und ich glaube, bei Ghost habe ich mich eindeutig für Battlefield entschieden. Ich glaube, das war der Grund damals. Ich habe jedes Jahr überlegt. Meistens war es COD, aber ich habe mir selten beides geholt damals. Ich glaube, ich habe Ghost nicht geholt, weil damals ein guter Battlefield-Titel rauskam. Und wenn ich das jetzt sehe, ist es im Weltraum, denke ich schon, wow, krass, ne? Aber viele sagen ja, es war der schlechteste Teil. Von daher habe ich, glaube ich, auch nichts verpasst. Aber wenn ich das jetzt so sehe, wow, das habe ich schon gerne erlebt, ehrlich gesagt, ne? Rogero, viel Spaß am Strand wünschen wir dir. Gönn dir, maximal. Weil so echt ein nice Video, gut gemacht. Ja, ist echt gut gemacht, ne? Gut zusammengefasst, muss man sagen. Hast privat schon in den Vibe reingeschaut? Nee, mach ich was. Ja, ich muss es machen, wegen Arena. Aber vielleicht im November mal 1, 2, 3 Tage, Barbie. Momentan habe ich gar keine Zeit dafür, gar keine Chance. Aber ich hätte schon Lust, muss ich sagen. Also wenn sich so zwischendurch mal Zeit ergibt, mache ich das. Ansonsten spätestens im November, da habe ich eine Woche Urlaub. Da werde ich auf jeden Fall dann mal reinschauen. Ghost war so zum, war nicht gut, ne? Ja, Ghost haben, glaube ich, viele eine schlechte Erinnerung, ne? Ghost, also dunkles Tuch über Ghost, oder? Fisch-KI gleich, Urvater von AQ und Shadows. Die Story war cool, aber online mega Flop, 1000% pay to win. Ja, war das da, wo die Lootboxen schon kamen? Wann kamen die Lootboxen bei COD? Ich weiß es gar nicht. War das bei Ghost? Nee. Muss irgendein anderer Teil gewesen sein. Wo du Geld ausgeben musstest und dann halt eine random Lootbox bekommen hast. Und in dieser Lootbox war dann irgendwas Zufälliges drin. Und wenn du was Bestimmtes haben wolltest, musst du halt super viele Boxen kaufen, bis dann deine Skin oder, ich weiß nicht, ja, sind ja meistens Cosmetics gewesen, ne? In dieser Kiste drin war. Und ich glaube teilweise, wie jetzt ja auch, sind teilweise auch so ganz kleine Sachen drin gewesen, die so ein bisschen spielerischen Vorteil hatten. Wo Leute dann auch super viel Geld ausgegeben haben, um dieses Attachment zu kriegen oder sowas, ne? Das war AW. Advanced Warfare. Advanced Warfare kam nach Ghost, ne? Das kommt, glaube ich, noch. Advanced Warfare. Ah, okay. Lootboxen gab's ab Advanced Warfare. Da waren es aber Waffen. Waffen, keine Skins, waren richtig Waffen zum Zocken. Keine Cosmetics. Okay, das ist krass. Ich dachte, das wären nur Cosmetics gewesen. Wenn das Waffen waren, ultra krass. Das ist ja richtig, das ist richtig Pay-to-Win dann, wirklich. 100% Pay-to-Win. Boah, das ist krass. Das war wahrscheinlich so die dunkelste Zeit, ne, mit den Lootboxen. Leute, klopf auf Holz, dass das nie wiederkommt. Nie wieder. Ich hoffe, das kommt nie wieder. Ich bin froh, dass ich die Zeit nicht so intensiv da drin war. Im BO3 gab's beides sogar. Das weiß ich schon gar nicht mehr. BO3 habe ich auch gespielt, aber viel sogar eigentlich. Weiß ich schon gar nicht mehr, ja. Aber ich glaube dann die Lootboxen für Cosmetics, ne? Auf jeden Fall strange, wirklich strange. Seien wir froh, dass es vorbei ist. Let's go, Denver, Kansas City. Auch der Mehrspieler-Part wagt einige Neuerungen, unter anderem mit Maps, deren Beschaffenheit man nun leicht beeinflussen konnte. How's my boy doing? Oh. He's a work in progress. Well, keep working. This is a great soldier. Advanced Warfare fährt zum ersten Mal eine richtige Hollywood-Größe als Hauptfigur auf. Richtige Lootboxen als Hauptfigur raus. Was? Kevin Spacey gibt hier einen mächtigen Militärunternehmer, der sich im Laufe der Kampagne zum Superfiesling entwickelt. Das ist herrlich over the top und bis zum Ende spannend. Gute Kampagne. Der Mehrspieler stellt für viele Veteranen der Reihe aber eine Zäsur dar, die nicht jedem Oh, an das Level kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich noch so gut an dieses Level erinnern. Immer wieder von unten nach oben und oh, ich kann mich so gut erinnern. Eieiei. Was bin ich da oft gestorben? Schmeckte. Dank der neuartigen Exoskelette bewegt man sich nun deutlich flotter durch die Levels, inklusive Double- und Walljumps. Finden ganz viele sehr geil, ganz viele aber auch nicht. Denen damit endgültig die Spielerfahrung der alten Call of Duties abhanden. Ich fand's nicht so gut. Ich fand's mit dem Doppelsprung und so Bewegung. Black Ops 3 hat von allen Call of Duties wohl die abgedrehteste Kampagne mit Killer-Robotern und einer Handlung, die irgendwann im Kopf des Spielers stattfindet. Das muss man offen gestanden schon schlucken. Dann aber entwickelt die Handlung tatsächlich ihren Reiz. At 7:31 a.m. a terrorist group detonated an explosive device on board this train. Wer möchte, erlebt hier daher je nach Geschmack die wohl mutigste Narrative der Serie oder die schlechteste. Das Beste am Spiel ist aber der Zombie-Modus, der sich still und heimlich zu einer vollwertigen Nebenalternative der Reihe entwickelt hat und dieses Mal Namen wie Jeff Goldblum oder Ron Perlman anlockte. Oh. Das habe ich auch nie gemacht. Ich weiß nicht, was ich da verpasst habe, ne? Ich war nie im Weltraum bei COD. Habt ihr das gezockt?
Ich habe noch nie ein Spaceship oder irgendwas geflogen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass dieses mein erstes COD ist, was ich so lange gespielt habe und spiele. Ja, Modern Warfare 2 meinst du jetzt, aktuell, ja, ja. Ich war mehr der Battlefield-Mensch. Ja, okay, fair. Ich habe mir auch jedes Jahr überlegt, ne, COD oder Battlefield, COD oder Battlefield. Manchmal habe ich auch beides geholt. Aber meistens muss ich mich entscheiden, ne. Ich fand's gut, aber im Vergleich zu Titanfall war es nur ein Semi. Das ist es halt. Titanfall war ja in der ähnlichen Zeit damals und da gab's ja diese Doppelsprünge an der Wand laufen und so, ne. Und ich glaube, COD hat das damals kopiert, ich weiß es nicht mehr. Titanfall hat auch die Roboter gehabt, diese großen Titanen, wo man einsteigen konnte. Und ich weiß nicht, wenn man das wollte, konnte man Titanfall spielen, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in COD war das echt over the top. Das war zu viel Rumgespringe und alles. Mir hat das auch gar nicht gefallen. Aber viele haben das geil gefunden, ne? Weil es halt das Spiel schneller gemacht hat, glaube ich, ne? Und das fanden die cool, aber ich weiß nicht, für mich war es. Ich bin froh, dass sie das auch weggenommen haben. Lootboxen und Doppelsprünge können von mir aus wirklich für immer wegbleiben. Was auch immer die Spieler vom nächsten Call of Duty erwarteten, sie wollten offenbar definitiv nicht Infinite Warfare haben. Der Trailer des Spiels schafft es nach mehr als 3 Millionen negativen Bewertungen auf Platz 2 der meistgedislikten YouTube-Videos. Das Abstruse daran, die Kampagne mit Kit Harington in der Hauptrolle stellte sich als eine der besten der letzten Jahre heraus. Okay, eine der besten der letzten Jahre. Vielleicht spielen wir das nochmal im Nachhinein. Einfach nur für die Geschichte, weißt du? Weil ich habe das nicht gespielt. Wenn das eine der besten der letzten Jahre war, vielleicht lohnt sich das da mal reinzuschauen. Allerdings, der Mehrspieler-Part ließ große Innovationen vermissen, weshalb die Rufe der Spielerschaft immer lauter wurden, die zurück wollten, zum Anfang, so wie Call of Duty mal angefangen hat. Wow. Das ist so intensiv, ne? Das ist so, dieses Feeling ist so intensiv, ist so krass, so auch beklemmend. Das ist halt Battlefield-Feeling irgendwo, ne? Ich finde das krass, dass teilweise in CD auch so umgesetzt haben. Zumindest in den Cutscenes, ne? Und genau das haben die Entwickler jetzt erhört. Call of Duty World War II ist wieder da angekommen, wo die Reihe 1 begann. Welcome back. Von der Normandie, in den Häuserschluchten Aachens oder auf den weiten Plätzen von Paris. Und endlich hört man auch wieder vertraute Geräusche wie dieses hier. Das tut gut. World War II geht sogar so weit, dass etablierte Mechaniken wie die Autoheilung rausfliegen. Jetzt sammelt ihr also wieder Health Packs, wenn es mal brenzlig wird. Wie damals, im allerersten Call of Duty. Der Mehrspieler-Part verzichtet auf exaltiertes Rumgehüpfe und Hightech-Schnickschnack, lässt aber ansonsten natürlich die etablierten Mechaniken bestehen. Ganz zurück dreht sich das Rad dann also doch nicht. Aber das wäre, glaube ich, auch ein wenig fehl am Platz. Immerhin hat sich das Shooter-Genre in den letzten 15 Jahren immens gewandelt. Und das nicht zuletzt auch wegen Call of Duty. 15 Jahre sind wir gerade durchgegangen hier. 15 Jahre, muss ich mir aber vorstellen. Das waren gerade 15 Jahre. Boah. GG's. Ja, schöne Zusammenfassung. Also vielen Dank hier an Dr. Freud, der das gemacht hat. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Deswegen gucken wir uns noch ein zweites Video an. Was sich jetzt nochmal ein bisschen mehr konzentriert auf Modern Warfare. Aber sehr schönes Video, schöne Übersicht. Okay, und hier ist das nächste. Das haben wir uns rausgenommen, das ist jetzt nur Modern Warfare. Okay. Jetzt haben wir es vielleicht noch mal ein bisschen kompakter. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch mal ein bisschen mehr über die Geschichte hören von Modern Warfare. Dass wir ein bisschen mehr die Zusammenhänge und die Hintergründe haben von dem, was da wirklich passiert. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt, ob es ähnlich ist oder ob die das ganz anders zusammengefasst haben. Achso. Das ist jetzt ein Video von der Gameswelt übrigens. Das heißt, es ist von einem Studio gemacht, ein bisschen professioneller, auf 14 Minuten. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt interpretieren, das Ganze. Und ob sie auch ein bisschen was auch über die negativen Sachen sagen, weil wir jetzt gar nicht über Lootboxen gehört und so. Interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr. Aber ja, mal gucken, wie die das Ganze interpretieren jetzt. Im Jahr 2002 erschien Medal of Honor Allied Assault, das vor allem mit seinem D-Day-Level, dessen Intensität fast an Spielbergs Der Soldat James Ryan heranreichte, ein Ausrufezeichen im Shooter-Genre und neue Maßstäbe für die Inszenierung in Videospielen setzte. Das Spiel entstand unter der Führung von Vince Zampella und Jason West, die kurz nach dessen Fertigstellung zusammen mit weiteren Teammitgliedern und einer Geldspritze Activisions ihr eigenes Studio ins Leben riefen. Eigenes Studio. Welches Studio war das? Das kann nur eins sein. Weiß das jemand von euch? Was die gegründet haben? Der hat so Like und abonnieren. Kult war bei mir. Achso.
Ich bin 40, Benjamin, hab jeden Call of Duty Teil gespielt. Die ersten drei Teile noch auf GameCube. Geil. GameCube, auch krass. Ey, würdest du die Links in Videos in den Chat stellen? Ja, kann ich gleich machen, Freya. Mach ich gleich. IW, Infinity Ward. Ja, genau, Infinity Ward muss das sein. Infinity Ward. Genau. Sehr gut, Benlo. Holy shit, GG's. Infinity Ward. Über die jetzt auch so viel negativ gesprochen wird und hin und her, ne? Das sind die Gründer von Infinity Ward, die damals so gute Arbeit geleistet haben und deswegen ihr eigenes Studio bekommen haben, von Activision gesponsert. Krass, oder? Der Sprecher ist Kuro von Game 2. Echt? Weiß ich gar nicht, ja. Und Frank Seemann, moin. Gerne, Freya. Wusste gar nicht, dass der bei der Gameswelt war. Gamerswelt. Bei mir genauso, seit dem ersten Tag an kenne ich das Spiel, Frank. Ja. Ja, ich auch seit dem ersten Tag, aber es ist so lange her, dass ich diese Videos hier, die wir jetzt gerade gucken, ne, rufen viele Erinnerungen wieder wach. Das ist Wahnsinn, das ist so lange her. Let's go. Also genau, Infinity Ward. Infinity Ward. Ihre Genre-Expertise nutzten Sam Peller und Co. sogleich für die Entwicklung eines weiteren Spiels im Weltkriegssetting. Das Call of Duty getaufte Werk legte seinen Fokus verstärkt auf das Zusammenspiel mit KI-unterstützten Kameraden und zeigte das Kriegsgeschehen aus drei verschiedenen Perspektiven mit jeweils eigenen Kampagnen. Aus britischer, amerikanischer und russischer Sicht befreite man Europa von den Nazis. Dieses Erzählen aus mehreren Blickwinkeln sollte ein Markenzeichen der Modern Warfare-Spiele werden. Ein Multiplayer-Modus war damals ebenfalls schon mit an Bord. Mhm. Infinity Ward. Der Waffensound ist auch so geil, ne? Brrrt, brrrt, pam, 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 pam. So blechern, ne? Also, damals wurde es natürlich gefeiert, ne? Aber wie sich das anhört, so im Nachhinein, der Sound, schon witzig, ne? Zeichnete sich auch noch für Call of Duty 2 von 2005 verantwortlich, nicht jedoch für den dritten Teil. Dieser wurde von Treyarch entwickelt. Das Originalteam widmete sich derweil einem Ableger, der die Bühne des Zweiten Weltkriegs verließ und sich mit modernen Konflikten befasste. Der folgerichtige Name lautete daher Call of Duty 4 Modern Warfare. Das Spiel erschien nach über zweijähriger Entwicklungszeit im November 2007 und schlug große Wellen. Okay, also sie haben damals schon 2 Jahre Entwicklungszeit gehabt. Heute sind es jetzt 3, ne? Immerhin 2. Ja klar, weil es auch 2 Studios waren damals, ne? Modern Warfare revolutionierte das Genre zwar nicht, entwickelte es aber in vielen Punkten nachhaltig weiter und veränderte die Art und Weise, wie Shooter erzählt und gespielt werden. In der Kampagne erlebte man das Geschehen aus den Augen verschiedener Protagonisten, darunter SAS-Soldat Soap McTavish, dessen Vorgesetzten Captain Price und US-Marine Paul Jackson. Die Story ist eine Überspitzung zeitgenössischer Krisen um russische Nationalisten und arabische Extremisten. Die Parallelen zur Realität sind dabei ebenso gewollt wie unbehaglich. Um die gewünschte Authentizität zu erreichen, studierten die Entwickler echtes Kriegsgerät. Emsebremse gönnt die Mitgliedschaft. Daryl, vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft, für die Verschenkte. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke dir. Mahlzeit nur der BSC. Grüß dich. Moin. Emsebremse gönnt die Mitgliedschaft. Daryl, vielen Dank für die verschenkte Mitgliedschaft an Emsebremse. Danke dir. Und ließen sich von Elitekämpfern der US-Armee beraten. Spannend inszeniert, grafisch imposant, auch dank eigens entwickelter Engine, und spielerisch solide waren es vor allem die dramatischen Momente und Setpieces aus der Kampagne, die auch heute noch in aller Munde sind. Die Flashback-Mission in Pripyat, bei der man in der Rolle von Price im hohen Gras kauert. Schon witzig, ne? Dass bei beiden Videos sozusagen das als Hauptszene auch immer wieder gezeigt wird, ne? Dass es ähnlich ist, wie diese Wichtigkeit dieser Szene. Schon, ja, es war halt die Geschichte. Während die feindlichen Panzer in kürzester Distanz an einem vorbeirollen, ist hier ebenso zu nennen wie die Nuklearexplosion im Unterschlupf von Schurke al-Assad. Hilflos muss man nicht nur die Pilzwolke des Atomsprengkopfs mit ansehen, sondern auch, wie Sergeant Jackson, den wir soeben noch durch das Level steuerten, an den Folgen der Strahlung zugrunde geht. So etwas Drastisches und auf seine verquere Weise Beeindruckendes hatte man in Videospielen noch nicht oft gesehen. Der Mehrspielermodus war schon damals. Moin Frankie, grüß dich, moin. Ein wichtiger Bestandteil des Spiels und führte verschiedene Elemente ein, die heute kaum noch wegzudenken sind. In den diversen Varianten wie Deathmatch und Domination konnte man Killstreaks erspielen, die mit mächtigen Bonusaktionen lockten.
3 Kills in Folge ließen euch die Map nach anderen Spielern abscannen. 5 Abschüsse gaben euch die Möglichkeit, einen Luftangriff zur Unterstützung herbeizurufen. In jedem Match wurden Erfahrungspunkte gesammelt, die neue Waffen, Perks und sogar Spielmodi freischalteten. Vor allem die Prestige-Ränge, bei denen man seine Ausrüstung quasi auf Null setzte und wieder von vorne begann, zogen... Wir haben vorhin auch gehört, ne? Diese Prestige-Ränge waren ja wirklich ein großes Ding und haben auch viele Leute begeistert. Ich verstehe nicht, warum sie das jetzt rausgenommen haben in Modern Warfare 2. Ich glaube, Modern Warfare 2 ist der erste Teil, wo sie es wirklich komplett rausgenommen haben. Dass man einfach weiterlevelt, weiter, Level 1000, 2000, 5000, ne? Aber dieses Zurücksetzen, das war halt eine Herausforderung. Weil du musst ja wieder von vorne anfangen, auch mit dem Leveln der Waffen und so weiter. Und also ich muss sagen, ich finde es angenehm, dass es draußen ist, weil es dadurch super easy ist. Ne? Das ist halt, muss ja keine Gedanken machen um sowas. Aber ganz verstehen tue ich es nicht, weil es war ja sehr erfolgreich, diese Mechanik. Interessant, ne? So, weiter geht's. Weiter geht's. Let's go, let's go. Wo haben wir Modern Warfare, Call of Duty 4? Modern Warfare 1, die Revolution der, des Multiplayer. Wir sind auch gleich durch. Und viele Fans in ihren Bann und sorgten nicht selten für eine Spielzeit im dreistelligen Bereich. Für Publisher Activision erwies sich Modern Warfare als Goldgrube. Der gute Ruf der Reihe und die teilweise euphorischen Reviews trugen ihren Teil dazu bei. Gerade davon geredet, ne? Die Goldgrube. Und das ist auch wieder so ein Beispiel. Es ging Activision damals so gut, ne? Und ein aktiennotiertes Unternehmen muss halt jedes Jahr bessere Leistung bringen als das Jahr davor. Das heißt, das, was sie erreicht haben, diese hohen Ansprüche, die müssen sie das nächste Jahr wieder erfüllen und sogar übertreffen. Das ist halt das Verrückte, das Perfide. Ne? Also können sie nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Es muss nächstes Jahr noch besser gemacht werden. Und wenn ein Jahr so gut lief, ist das so schwer, das nochmal so gut hinzukriegen. Das ist krass. Das Spiel setzte allein in den ersten 2 Monaten nach Release über 7 Millionen Exemplare ab und war der erfolgreichste Titel des Jahres 2007. Kein Wunder, dass Infinity Ward 2 Jahre später ein Sequel nachschob, das spielerisch und storytechnisch an den ersten Teil anknüpfte. You may be able to destroy me. Wow. But the beast will eventually come for you. Wow. Geil. Wie gewohnt bot auch Call of Duty Modern Warfare 2 eine opulent durchchoreografierte Kampagne, das unter anderem ein Wiedersehen mit Captain Price und dem mittlerweile ebenfalls zum Captain beförderten Soap McTavish gab. Die Ereignisse Santiago, von Modern moin. Warfare führten dazu, dass in Russland die Nationalisten die Macht ergriffen und nach diversen Terroranschlägen einen Krieg mit den USA anzettelten. Mit vereinten Kräften gelingt es amerikanischen und britischen Truppen, eine Invasion an der US-Ostküste zurückzuschlagen und den Drahtzieher Wladimir Makarov aufzuspüren. Makarov. Genau, das war der Angriff von Makarov, seinen Truppen. Der Angriff auf die USA. Und dann der Kampf sozusagen an der Küste, wo dann hier Price und Co. Dann versucht haben, das Ganze aufzuhalten. Die Inszenierung sparte auch diesmal nicht an Pathos und Drama und sorgte für diverse Schockmomente, bei denen erneut einige spielbare Charaktere das Zeitliche segneten. Für Kontroversen sorgte vor allem die Mission Kein Russisch, bei der ihr als Undercover-Agent einem Massaker an Zivilisten beiwohnt. Wir haben im letzten Video gesehen, wie sie geschossen haben. Ich hoffe, mal gucken, ob es das wieder zeigt. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Und in der ungeschnittenen Version auch selber in die Menge feuern könnt. Zwar bietet das Spiel an, diese Mission zu überspringen, doch die unreflektierte Darstellung des Blutbads führte vor allem in Deutschland zu einer erneuten Debatte über den vertretbaren Grad von Gewalt in Videospielen. Interessant, also hier schießt er nicht. Kann sein, dass das hier die deutsche Version ist, weil ihr habt ja gesagt, in der deutschen Version durfte der Spieler nicht schießen, ne? Sonst war die Mission sozusagen verloren. Und er schießt nicht, sieht man hier schön, ne? Aber die anderen schießen und er muss halt zugucken, aber. Das ist wirklich eine krasse Szene, also. Vor allem für diese Zeit damals, absolut krank, wirklich, wirklich krank. Ich verstehe schon, dass es deswegen verboten wurde und alles, es ist wirklich heftig. Ist heute noch heftig, weil in dem Spiel bist du ja nochmal anders involviert, als wenn du einen Film guckst, ne? Und du bist da wirklich mit dabei und du hast die Waffe in der Hand und plötzlich schießen die los auf, schon krass, es ist schon Massaker, oh je. Ist schon heftig. Wir spielen.
auch unter Pressevertretern. Für Diskussionen sorgten auch die kurze Spielzeit der Story, die Zwangsbindung an Steam bei der PC-Version. Zwangsbindung an Steam. Heute das Normalste der Welt. Damals hat es für Diskussionen gesorgt. Die Zwangsbindung. Guck mal, krass, oder? Damals noch alle auf die Barrikaden gegangen, heute so, ja, ich hole mir das auf Steam. Wie die immer weiter ausufernde Veröffentlichungspolitik Activisions mit 4 verschiedenen Versionen, bei denen die 150 geil. Euro teure Prestige Edition ein funktionierendes Nachtsichtgerät mit im Gepäck hatte. Das war auch heutzutage geil. Heutzutage leider Normalität, in 2009 noch überaus aufsehenerregend. Trotz des Gegenwinds war auch Modern Warfare 2 ein durchschlagender Erfolg. Nicht zuletzt aufgrund einer perfekt orchestrierten Marketingkampagne. Alleine in den USA und Großbritannien betrugen die Einnahmen 310 Millionen US-Dollar. Am ersten Tag wohlgemerkt. Modern Warfare 2 war damit seinerzeit der erfolgreichste Launch eines Unterhaltungsmediums in der Geschichte. Aus dem relativ realistischen Call of Duty war in wenigen Jahren ein lautes, penetrantes und auch etwas prolliges Phänomen geworden. Auch geil, oder? Aus dem realistischen Call of Duty ist im Laufe das ein prolliges und lautes, das ist, was Helly vorhin gesagt hat, ne? Das meintest du damit wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne? Ist zu, wie hast du das gesagt? Massiv hast du, glaube ich, gesagt, das Wort massiv, oder? Zu massiv hast du, glaube ich, gesagt. Das hat er gerade gut zusammengefasst in diesem Satz, ne? Ich glaube, das meintest du auch damit. Schon witzig, schon witzig. Das NWG habe ich immer noch. Echt? Das Night Vision? Geil. Ist in Deutschland verboten? Okay, krass. Krass. Ist zu groß, zu laut, zu übertrieben. Ja. Genau, das hat er gesagt. Zu groß, also zu hat er nicht gesagt, aber gesagt, hat er zugesagt, weiß ich gar nicht. Aber sehr laut, groß und, Aber das war jetzt bezogen natürlich auf die Story, ne? Weil sehr viel Pam-Pam dann dahinter war damals. Dem man sich nicht entziehen konnte. Doch in diese vermeintlich feierliche Stimmung bei Infinity Ward platzte die Nachricht, dass die beiden Studiogründer Jason West und Vince Zampella von Activision entlassen und verklagt wurden. Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, guck mal, wir sind beim Artikel. Das weiß ich gar nicht mehr. Hui, da fliegen ja mal richtig Fetzen. Activision und Infinity Ward lassen es im Ehestreit richtig krachen und Electronic Arts gereibt sich die Hände und bekommt vielleicht sogar als lachender Dritter das Sorgerecht. Doch was ist da nun eigentlich alles passiert? Was hat dazu geführt, dass es plötzlich mit Respawn Entertainment ein neues Entwicklerstudio gibt? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen und irgendwie weiß keiner so recht, wo, wie, wer und warum. Wir fassen die Seifenoper für euch zusammen. Lull. Der Vorwurf? Die beiden sollen hinter dem Rücken ihrer Mutterfirma Verhandlungen mit anderen Publishern, darunter Electronic Arts, geführt haben. Dies führte zu einem Exodus von weiteren Angestellten von Infinity Ward sowie der unfreiwilligen vorzeitigen Enthüllung von Modern Warfare 3. Ach, guck mal, das wiederholt sich ja die Geschichte. Das ist ja genau wie jetzt auch wieder mit Modern Warfare 3. Das ist ja schon krass, oder? Das war damals auch zu Modern Warfare 3, genau wie jetzt auch. Oh, wie krass ist das denn? Das hat dazu geführt, dass Modern Warfare 3 früher released oder gezeigt wurde? Genauso jetzt, wo wir diese Probleme haben mit Modern Warfare 3? Heftig. Das ist ja, wusste ich gar nicht. Das ist ja ein Zeichen, oder nicht? Modern Rosencreek. Rosencreek. Selbst im Singleplayer wird hier beim Schießen in die Hocke gegangen, um den Spray zu kontrollieren. Ich krieg die Krise. Aber krass, oder wie sich die Geschichte wiederholt gerade. Während West und Zampella mit der Unterstützung von EA ein neues Studio namens Respawn Entertainment auf die Beine stellten, sah sich Activision gezwungen, das dritte Modern Warfare mit der Hilfe von Sledgehammer Games, die eigentlich an einem Action-Adventure-Ableger der Reihe arbeiten sollten, fertigzustellen. Oh. Das hört sich wirklich genauso an wie jetzt. Die waren jetzt unter Druck und mussten schneller das Modern Warfare 3 raushauen. Dabei waren die an einem ganz anderen Projekt beschäftigt. Und jetzt ist genau dasselbe. Jetzt müssen sie im Modern Warfare 3 ebenfalls, eventuell, wenn die Gerüchte stimmen, ein Projekt starten, was vorher nicht so geplant war. So krass. The life you knew before is gone. Today, we fight to bring it back. We fight. Trotz dieser problematischen Ausgangslage konnte Modern Warfare 3 qualitativ an seine Vorgänger anknüpfen. Berlin. Und führt die Geschichte zu einem dramatischen Finale. Den russischen Aggressoren ist es gelungen, einen Großteil Europas unter ihre Kontrolle zu bringen. Und Berlin. Zu den Schauplätzen der Gegenoffensive gehören unter anderem London und Berlin.
Mit der Hilfe von Yuri, einem ehemaligen Weggefährten von Makarov, gelingt es Soap, Price und Co. den Oberschurken unter großen Verlusten endgültig zur Strecke zu bringen. Gemäß dem Motto, es gibt keine schlechte Publicity, enthält auch Modern Warfare 3 eine umstrittene Szene, bei der eine Familie samt Kindern einem Anschlag zu Opfer fällt. Der Multiplayer-Anteil des Spiels wurde durch den Survival-Modus aufgestockt, der euch ähnlich der Zombie-Modi anderer Call of Duty-Spiele kooperativ mit immer stärkeren Wellen von Gegnern konfrontierte. Die Killstreaks der Vorgänger wurden durch Scorestreaks ersetzt, das ganze Ranking- und Perk-System einer Frischzellenkur unterzogen. Ab Level 80 lassen sich wieder Prestige-Ränge freischalten, ein eigener Prestige-Shop lockt mit besonders wertvollen Extras. Als einer der neuen Modi kam der bis heute sehr beliebte Kill Confirmed hinzu, bei dem ihr die Marken getöteter Gegner einsammeln musstet, falls euch nicht ein anderer Spieler zuvorkam. Mit Call of Duty Elite wurde zum Release von Modern Warfare 3 eine eigene Online-Plattform mit Statistiken und Foren zum Mehrspieler-Modus ins Leben gerufen. Einige Monate vor der Veröffentlichung fand zudem erstmals die Call of Duty Experience in Los Angeles statt. Quasi eine eigene Messe zum Spielen mitsamt Turnieren und exklusiven Enthüllungen. Geil, das will ich auch mal machen hier mit diesen Puppen. Wie geil ist das denn bitte? Quasi eine eigene Messe zum Spielen mitsamt Turnieren. Wie geil, das würde ich auch mal gerne machen. So ein Kostüm zwängen und dann einfach mal, wer zuerst den Kreis verlässt, ne? Wer zuerst den Kreis verlässt, wie geil ist das? Ich war noch nie in so einer, das muss doch cool sein. Guck mal, der Typ sieht gar nichts. Der ist, sein Helm ist komplett über das Gesicht gezogen. Geht's noch spielen oder wie soll ich? Ja, das letzte Video, danach machen wir weiter. Letztes Video, ja gerne, Kasa. Letztes Video. Aber ein bisschen Geschichte auffrischen, das ist ganz gut für Donnerstag, weißt du? ...und exklusiven Enthüllungen. Die Verkäufe von Modern Warfare 3 konnten die des Vorgängers nochmals übertreffen. Oh, haben die Verkäufe noch übertroffen? Ich dachte, Modern Warfare 3 wäre voll der Flop gewesen vielleicht zu Modern Warfare 2. Wahrscheinlich, weil die Leute so viel erwartet haben. Okay, krass. Also Modern Warfare 3 war nochmal erfolgreicher als 2. Sledgehammer Games gehört seitdem zum festen Kreis der Call of Duty-Entwickler und produziert im wechselnden Rhythmus mit Treyarch und Infinity Ward die neuen Ableger der Reihe. Okay. Mit Advanced Warfare und Infinite Warfare erschienen 2014 und 2016 zwei weitere Spiele, die das Warfare im Titel trugen, in puncto Handlung jedoch keine Gemeinsamkeiten mit den drei Stammspielen aufwiesen. Parallel zu Infinite Warfare wurde ein Remaster zum ersten Modern Warfare mit aufpolierter Optik und neuen Multiplayer-Inhalten veröffentlicht. Nils, der Mann superchattet mit 2 Euro. Nils, was geht? Vielen, vielen Dank für deinen Super. GG's. GG's. Danke für deinen Super. Vielen, vielen Dank. Wo haben wir das denn jetzt verdient? Dankeschön. Wir sind noch gleich durch. Dann zocken wir wieder. Cool, vielen, vielen Dank. Mit dem ehemaligen General aus der Urfassung und sowas freuen mein Freund und ich uns auch tierisch drauf. Der Original-General sogar noch dabei. Krass, krass. Die drei Games waren top, also meine Meinung. Ja, ich bin sehr gespannt auf Modern Warfare 3 für dieses Jahr, wirklich. Going Dog. Im Mai dieses Jahres wurde Call of Duty Modern Warfare mit einem Trailer angekündigt. Das Spiel wird abermals von Infinity Ward entwickelt, die trotz des Streits mit Activision weiterhin als Studio etabliert sind. Okay, weiß ich auch nichts von. Streit mit Activision? Keine Ahnung. Guck mal, da bin ich echt nicht tief genug in der Materie drin, ne? Weiß ich gar nichts von, ehrlich gesagt. Das Spiel ist eine Art Soft-Reboot der Reihe, bei dem bekannte Charaktere wie Captain Price auftauchen werden, das aber eine komplett neue Handlung erzählen soll. Schon fast traditionell sorgte auch Modern Warfare schon vor dem Release für Tumult. Grund dafür waren auf der E3 präsentierte Szenen, bei denen unter anderem Kindersoldaten gezeigt wurden und Zivilisten getötet werden konnten. Der Multiplayer des Spiels wird dieses Mal einen Realismus-Modus haben, bei denen man auf ein HUD verzichten muss. Auch die Killstreaks sind wieder zurück. Das Krasse war ja, dass sogar am Anfang alle Modi keine Karten hatten, ne? Die haben sie ja komplett rausgenommen, das war krass. Ich habe das so gefeiert, aber die COD-Community hat es gehasst. Gehasst. Gesprächsstoff sorgte zudem, dass Activision auf den obligatorischen Season Pass verzichtet und alle Zusatzinhalte kostenlos zur Verfügung stellen wird. Kleiner Treppenwitz zum Abschluss.
Respawn Entertainment, jedes Studio, das von Jason West und Vince Zampella nach ihrem Bruch mit Activision gegründet wurde, entwickelt zurzeit das neue Medal of Honor-Spiel für Oculus VR. West und Zampella kehren damit zu ihren Wurzeln zurück, die die Entstehung von Call of Duty überhaupt erst möglich gemacht haben. Modern Warfare, a Medal of Honor in VR? Holy Schnitzel. Der Kreis schließt sich also. Okay, NGGs, danke für den Beitrag. Schöne gemachte Videos auf jeden Fall. Ja, wir wissen jetzt sehr viel mehr als vorher. Also ich weiß jetzt, muss ich sagen, mehr über die Geschichte von COD, was in der Vergangenheit passiert ist, welcher Titel nach welchem kam. Aber so 100% was mit Makarov war, kann ich euch immer noch nicht sagen. Das meine ich halt, ne? Da fehlt mir jetzt... wir müssen eigentlich jetzt irgendwie noch an die Geschichte von... Das ist wirklich schwer. Vielleicht gucke ich mir mal offstream ein Video auf Englisch an, weil im Englischsprachigen gibt es wirklich gute Videos, die erklären, wie die Geschichte abgelaufen ist. Im Deutschsprachigen, ich habe nicht ein einziges gefunden dazu. Schade.